Schon am frühen Dienstagmorgen hatte es erste Meldungen gegeben, dass sich Schalke 04 von Trainer Jens Keller getrennt hatte. Um kurz vor 9 die offizielle Bestätigung via Twitter. Keller ist entlassen und mit Roberto Di Matteo steht der Nachfolger bereits fest. Seit Dezember 2012 war Keller auf Schalke verantwortlich gewesen. Kaum ein Trainer war so umstritten wie er, obwohl die Mannschaft unter seiner Leitung die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte gespielt hatte. Mit der Entlassung reagiert die Führung auf den schwachen Saisonstart mit dem Pokal aus in der ersten Runde sowie zuletzt enttäuschenden Ergebnissen gegen Maribor und Hoffenheim. Mit Roberto Di Matteo hat Schalke einen international erfahrenen Nachfolger verpflichtet. Sein größter Erfolg war der Champions-League-Titel mit dem FC Chelsea im Jahr 2012. Gegner damals der FC Bayern München. Morgen soll Di Matteo beim Club vorgestellt werden.